Und wo liegt denn die große Gefahr in zwei Sätzen, wenn Aluminium in den Körper kommt? Aluminium verbindet sich nach dem Zufallsprinzip mit körpereigenen Substanzen, mit Enzymen. Und es gibt mehr als 200 Prozesse im Körper, die man bislang kennt, die durch Aluminium gestört werden. Das ist ein ganz aggressives Element, das im Körper nichts verloren hat und dort bis vor 100 Jahren auch noch nicht drinnen war.